Immer wieder kommt die Frage auf, ob Kühlschränke nach dem Transport direkt eingeschaltet werden können oder ob man sie noch stehen lassen muss. Und wenn ja, wie lange? Eine Stunde, 12 Stunden, 24 Stunden? Da scheiden sich die Geister. Früher war es so, dass in den Geräten noch ganz andere Kältemittel verwendet wurden. Da mussten die Geräte tatsächlich 24 Stunden stehen gelassen werden. Heute sieht es anders aus. Wir haben Kältemittel, die anders funktionieren. Aber warum muss man überhaupt das Gerät stehen lassen? Grund ist hier der Motor. Im Motor befindet sich im unteren Bereich Öl. Und wenn jetzt der Kühlschrank liegend oder nur schräg transportiert wird, besteht die Gefahr, dass das Öl durch diese Leitung in den Kältemittelkreislauf hineinkommt und den Kältemittelkreislauf verstopfen kann. Deswegen muss man das Gerät, wenn es liegend transportiert wurde, stehen lassen, so dass das Öl wieder absacken kann, bis es hier unten im Motor drin ist und somit keinen Schaden mehr anrichten kann. Andernfalls kann das System verstopfen. Das ist die eine Sache. Eine andere Sache beim liegenden Transport ist die Aufhängung des Motors. Der Motor ist nicht richtig fest verschraubt, sondern ihr seht, der ist so ein bisschen variabel gelagert, einfach damit sich die Vibration von dem Motor nicht auf das Gehäuse übertragen. Und diese Lagerung ist für den stehenden Transport bzw. für den stehenden Einsatz gedacht und nicht für den liegenden. Wenn das Gerät liegt und der Motor dann seitliche Schläge durch die Vibrationen im Auto bekommt, kann das auch hier die Aufhängung beschädigen. Deswegen, wir liefern schon seit Jahren, Jahrzehnten Geräte aus, machen wir es so, dass wir, wenn es möglich ist, den Kühlschrank stehend transportieren. Und wenn das Gerät stehend transportiert wurde, kann es auch sofort nach dem Ausliefern oder vielleicht einer Wartezeit von einer Stunde direkt eingeschaltet werden. Wenn das Kühlgerät zu groß ist, um in unseren Bulli bzw. Transporter zu passen, dann legen wir das Gerät hin, aber nicht komplett waagerecht, sondern schräg, so dass der tiefste Punkt immer der Motor ist. Auch dann kann das Öl nicht in die Leitung gelangen. Ja, und wir können es mehr oder weniger sofort nach dem Aufstellen einschalten. Die meisten Hersteller schreiben in ihren Bedienungsanleitungen, wenn das Gerät stehend oder schräg getransportiert wurde, sofort oder nach einer Stunde einschalten. Und wenn man doch gezwungen ist, das Gerät wirklich flach hinzulegen, dann sollte man 12 Stunden warten. Hängt auch, wie gesagt, mit dem etwas anderen Kältemittel zusammen und damit das Öl wieder runtersacken kann. Ihr seht, also dieser Mythos, 24 Stunden das Gerät stehen lassen, bevor man es einschalten kann, gilt heutzutage nicht mehr. Und damit weißt du jetzt, wie du dein Gerät transportierst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Und wenn du weitere Tipps zur richtigen Kühlschrankauswahl haben möchtest, dann klick hier oben auf dieses Video.